Hallo liebe Leute, hier ist der Cuddletree. Nachdem ich drauf gekommen bin, dass viele von euch den Virtual Speedy Tour nicht kennen und ich mir einfach gefragt habe, wie fährt ihr denn eigentlich Convoys dann? Denn mit diesem Programm wird es ganz leicht gemacht, dass ihr einen Job habt von A nach B, könnt beliebig irgendwelchen auswählen, könnt auswählen, welche Fracht ihr haben möchtet, wie dringlich es ist. Dringlichkeit kommt dann darauf an, wie viel Geld man verdient. Und ja, mit diesem Programm geht es ganz einfach. Das wird jetzt einfach mit Safe Editing gemacht, was auch erlaubt ist für die Troikas MP auf deren Server. Und wir werden jetzt hier auf der Link ist in der Description bei der im Forum von der SCC SCS auf die Version, auf die latest Version gehen. Die ist bei in diesem Fall die 1.32 von ETS. Und hier muss einfach mal wichtig sein, dass das wird nicht mit deinem Trailer funktionieren, dann musst du im Frachtmarket schauen. Das werden wir jetzt mal hier runterladen. Kommen hier auf die A3, wo es gespeichert ist. Wir werden jetzt warten, bis es unten ist. Sobald es unten ist, werden wir das jetzt in unserem Download noch nicht entpacken. Ich gebe euch den Tipp, ihr macht jetzt wirklich einen Folder, der jetzt irgendwie Spedito ist. Indem da gleich, wenn ihr es entpackt, einfach kein einziger Folder ist, somit wird ihr jetzt alle Dateien haben und wenn ihr die jetzt mit euren anderen zusammenmischt, wird es einfach nur ein totaler Chaos. Wir machen es jetzt hier mit 7-Zip, geht auch mit WinRAR, ihr müsstet euch da bestimmt schon auskennen und wir werden dann jetzt gleich mal den virtualspeedy.exe, die Applikation, starten. Von hier aus werden wir jetzt das machen, was ich finde, falls die meisten YouTube-Videos, ich habe keine einzige gesehen, wo es passt, falsch gemacht ist und dass die hier den Autosave wählen. Natürlich ist hier beschrieben der Autosave, aber wenn wir jetzt den Quicksave machen, dann haben wir es viel leichter, indem wir ETS gar nicht neu starten müssen. So, wir gehen jetzt auf unsere Dokumente. Dort haben wir dann unser Euro Truck Simulator Folder. In diesem haben wir dann Profiles. Das natürlich, wenn ihr jetzt mehrere habt, dann tut ihr jetzt einfach mal schauen, welcher euer Save-File da ist. Falls ihr nur einen habt, geht es super leicht. Dann in Save gehen, von Save auf den Quick Save zugreifen und auf OK markieren. So, jetzt können wir den schon mal laden. Den werden wir jetzt wieder neu laden, nachdem ETS offen ist. So, gehen wir mal auf ETS, gehen auf Steam, spielen ETS. So, jetzt kommen wir in ETS. Jetzt können wir das alles wieder eingeben. Wir werden jetzt in ETS ein Quick Save machen. Nachdem ein Quick Save ist, holen wir jetzt unser Virtual Speed Editor. Den habe ich jetzt zweimal offen, weil ich herausgefunden habe, dass es zumal ein Problem gibt. Da haben wir jetzt mal hier meinen Test. Was ich nämlich drauf gekommen ist, wir werden jetzt mal die File laden. Ihr werdet jetzt bemerken, dass wir in Hamburg sind. Wir werden uns eine Company nehmen, Transinet, weil es wir schon auf der Minimap sehen, ist ganz nah. Und wir nehmen jetzt eine, die nicht weit weg geht. Wir haben jetzt hier Zwiget. Euro Access, Sausages, passt eigentlich schon. Wir können das auch noch alles ändern. Was ich drauf gekommen bin, ist, dass die Ware sich ver. Wenn wir jetzt einfach eine unrealistische Ware oder irgendwas sowas eingibt, dass es nicht manchmal funktioniert. Das haben wir gerade beim Test herausgefunden, dass ich die ganze Zeit Medical Maxine reingegeben habe. Das hat bei mir immer funktioniert eigentlich. Diesmal hat es eigentlich beim Tutorial nicht funktioniert und jetzt sind wir. Habe ich mal mit jemandem geredet und er meinte, ja, schau mal, dass du den Cargo mal änderst auf irgendwas Realistisches. Jetzt haben wir mal Sausages nach Zvenetsk. Das werden wir jetzt hier wieder laden. Auf den Quick Save. Jetzt hat es ja über uns übersprungen. Wir haben hoffentlich eine Speicherung gemacht. Ja, File saved, haben wir eine Speicherung gemacht. Passt. So, wir werden jetzt den Job Market schauen, Freight Market und wir sollten jetzt von Hamburg nach Zvenetsk haben. Dies haben wir dann auch noch als Sausage. Ihr Würstchen. Und was wir sehen, ist hier das keine ist hier ein Fehler. Was wir nicht gesehen haben. Dies ist das Problem. Immer wenn ich jetzt bekommen habe, du wirst jetzt geparkt oder sowas, dass da irgendein Fehler aufgetreten ist, genau dann funktioniert da was nicht. Was wir herausgefunden haben, ist, dass wenn sowas ist, laden wir neu, weil wir es neu gespeichert haben, werden wir von Hamburg nach Transinet. Wir werden jetzt wieder nach Zvenetsk, weil wir wollen hier dorthin. Das ist, falls wir in den Konvoi fahren, ist das Ziel hier am wichtigsten. Die Ware nicht so. Wo haben wir denn Zvenetsk? Zviget. Gehen nach LKW-Log.
werden jetzt hier mal Tomaten eingeben. Eine andere Ware. Schauen wir mal, ob die funktioniert. File saved. Wenn wir jetzt hier laden, darf es jetzt hier nicht sagen, unser Truck wurde neu geparkt. Sonst wissen wir, dass es nicht funktioniert ist. Jetzt ist nichts gekommen. Das schaut ganz gut aus. Gehen wir in den Frachtmarkt. Jetzt sollten wir Tomaten nachts, wenn nicht kam, von Hamburg. So. Hier haben wir auf der ersten Seite erstmal nichts. Zweite Seite auch nichts. Macht es jetzt mehr spannend, gell? Auf der dritten Seite haben wir Tomaten 18 Tonnen nach Swinette. Ja, und somit können wir den Auftrag annehmen. Set das GPS. Alles wie normal. Fährt es uns jetzt nach Transinet. Und das wäre alles. So, danke fürs Anschauen. Hoffe, es hat euch geholfen. Und immer einfach mal bedenken, ihr habt den Fehler jetzt auch schon den gar nicht mehr bemerkt. Falls da irgendwas los ist, den Cargo einfach wechseln. Dann sollte alles gehen. Falls ihr wissen wollt, was am meisten sich verkauft wird, sind das diese Medical Vaccines und Urgency immer auf 2 geben.